Hallo zusammen, liebe Freunde des RC-Elektronik-Bastens. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge. Und zwar, wie man unschwer sehen kann, geht es nochmal um diese Doppel-Shuttle-Steuerung. Ich hatte da neulich ein Video gemacht und offensichtlich ist es mir nicht ganz gelungen, alle Fragen in dem Video zu beantworten. Es wäre wahrscheinlich auch zu viel gewesen. Einiges habe ich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt oder gar nicht beantwortet. Deswegen gibt es jetzt nochmal ein kleines Video von mir, was hoffentlich dann die Fragen, die gekommen sind, ausreichend beantwortet. Okay, erste Frage, die immer wieder kam, ist, ups, jetzt fällt mir das hier vom Tisch, ist, funktioniert das Ganze eigentlich nur mit der Radiomaster TX16S? Und da ist die ganze, also ich habe das immer nur mit dieser Anlage gezeigt, das ist richtig, aber die Antwort ist nein, es geht auch mit anderen Fernsteuerungen. Davon hängt es nicht ab. Es hängt wesentlich davon ab, welches Funksystem wir verwenden, welchen RC-Link, und das muss ja oder muss auch nicht, aber Express-LRS ist das Mittel der Wahl. Es muss ein Funksystem sein, wo aus dem Empfänger hier das Crossfire, das CRSF-Protokoll herauskommt. Theoretisch muss das nicht unbedingt Express-LRS sein. Es gibt auch anderes wie MLRS oder TPS Crossfire beispielsweise. Aber ich denke, Express-LRS ist also der wichtigste Vertreter. Es muss auch nicht so ein kleiner Empfänger sein ohne PWM-Ausgänge. Es kann auch ein größerer Empfänger sein mit PWM-Ausgängen, ein Express-LRS-Empfänger. Wichtig ist, dass der auch eine serielle Schnittstelle hat, aber das haben eigentlich alle Express-LRS-Empfänger. Genau, wir brauchen also dann auch in unserem Sender ein entsprechendes Sendemodul, das dürfte klar sein. Zweite Frage war, brauche ich unbedingt dieses Widget, was ich immer gezeigt habe? Nein, dieses Widget braucht man nicht. Das ist ein reines Anzeigewidget. Es ist ein nice to have. Es wird hier, gut, das ist jetzt noch aus, deswegen kommen ja keine Telemetriewerte an. Es wird aber ja die Ist-Position der Servos, die Soll-Position der Servos und auch die Gasstellung und weitere Telemetriedaten wie Strom, Drehzahl und so weiter hier angezeigt. Aber zur eigentlichen Bedienung der Shuttle-Steuerung ist das nicht notwendig. Für die Bedienung brauchen wir also dann zwei Kreuzknüppel oder was auch immer ihr für Bedienelemente an eurer Fernsteuerung nehmen wollt. Vier Kanäle sind nötig, die kann ich einstellen, welche vier Kanäle das sind, aber die brauche ich und die müssen übertragen werden. Also das Widget braucht man nicht. Dann kommt man eigentlich auch zu der nächsten Frage. Muss es denn unbedingt EdgeTX sein? Und da kann man sagen, nein, muss es auch nicht. Es muss also weder eine große Fernsteueranlage sein mit Touch-Display und EdgeTX, noch muss es EdgeTX überhaupt sein. Es geht also zum Beispiel auch mit so einer kleinen Anlage. Da läuft jetzt zwar auch EdgeTX drauf, aber wir haben natürlich kein Widget zur Verfügung. Dass das funktioniert, will ich kurz zeigen. Und ich schalte die Anlage ein. Die ist nicht so super schnell. Das dauert, na, das war jetzt zu kurz. Das dauert alles ein bisschen lange hier. Genau, muss noch kurz warten. So, Taste drücken, okay. Die Anlage ist an. Jetzt schalte ich auch mal hier. Empfänger ist gebunden. Und man sieht also auch, dass das S-Bus-Servo sich schon mal dreht. Das ist hier oben versteckt. Da, das habe ich hier auf AUX gelegt. Stellen wir das mal wieder weg. Oh, jetzt hat der Steller auch gepiepst. Das funktioniert also auch. Genau, das ist der eine. Der andere müsste eigentlich auch gehen. Wobei diese Knüppel natürlich jetzt nicht wirklich dafür geeignet sind, ein Shuttle zu steuern. Das ist ja auch klar. Aber es war jetzt nur für das Demo. Und der zweite Teil von diesem Demo betrifft das Menü. Wichtig ist, dass wir einen Sender haben, der also entweder dieses Express-LRS Lua-Skript laufen lassen kann, als Standalone-Skript, oder
der das eingebaut hat, ein Express-LS-Menü darzustellen. Hier müssen wir das Express-LS-Lua-Skript starten, also nicht das Widget, was ich eben gezeigt habe, wo man die Shuttles anzeigen kann, sondern das standardmäßige Express-LS-Lua-Skript, was jeder hat, der ein Express-LS-Sendemodul verwendet, weil das braucht man ja zwingend. Nicht für die Shuttle-Steuerung, aber für das Express-LS. Okay, starten wir das mal, das Express-LS-Skript. Das ist natürlich jetzt sehr klein hier. Und gehen auf Other Devices. Da ist jetzt noch nichts zu sehen, deswegen muss ich hier nochmal kurz einen Refresh machen. Gehe ich nochmal auf Other Devices. Und jetzt sehe ich das Multiswitch. Okay, das reicht mir immer noch nicht. Das Multiswitch, ich muss nochmal einen Refresh machen. Und jetzt habe ich sie alle beisammen. Den RP3, das Multiswitch, das ist nämlich hier auch noch angeschlossen. Das blinkt da so ein bisschen fröhlich vor sich hin. Und dann unsere Shuttle-Steuerung hier. Und das Menü der Shuttle-Steuerung bekomme ich jetzt ganz normal hier angezeigt. Natürlich auf einem kleinen Display. Ich muss mal gucken. Manchmal gibt es ein Problem mit der Anzeige. Nein, hier nicht. Aber bei der anderen Fernsteuerung sieht man das dann noch. Wenn das Display zu klein ist, dann laufen manchmal die Display-Texte ineinander. Aber es handelt sich nicht mehr nur um einzelne Buchstaben, weil ich die einzelnen Texte nicht zu sehr abkürzen wollte. Gut, aber soweit funktioniert das. Also auch mit einer Schwarz-Weiß-Anlage. Genau, das schon mal dazu. Genau, das haben wir jetzt hier mit EdgeTX, Schwarz-Weiß-Anlage. Schalte ich jetzt mal eben aus. Ja, ist noch aktiv, macht jetzt nichts. Und wie gesagt, es gehen auch andere Betriebssysteme, sofern sie denn mit einem Express-LRS-Link umgehen können. Eben habe ich, glaube ich, schon FreeSky Atos erwähnt. Das wäre theoretisch auch möglich, kann ich nicht prüfen, weil ich so einen Sender nicht habe. Aber was ich zeigen kann, ist hier zum Beispiel die kleine FlySky. Genau, der Empfänger ist gebunden, leuchtet und demzufolge müsste das hier eigentlich auch gehen. Ja, tut's auch, der andere tut's auch und hier funktioniert auch das Express-LRS-Menü. Das ist jetzt kein Lua-Skript, sondern das ist in diese Variante von OpenTX, die nennt sich OpenI6X, eingebaut und kann das hier also auch starten. Und genau, da sieht man Other Devices. Jetzt sehe ich hier meinen Shuttle und kann mir dort auch das Menü dann anzeigen lassen. Soweit funktioniert das. Genau, natürlich kann ich jetzt hier auch kein Widget laufen lassen, weil dieser Sender kann noch nicht mal Lua, gar kein Lua. Dieses Express-LRS ist hier eingebaut, das ist kein Lua-Skript. Aber an der Tatsache, dass es hier eingebaut ist, sieht man eigentlich schon, dass jeder Sender, der Express-LRS kann, ohne dass man irgendetwas hier installieren muss auf dem Sender, mit dem Schaltmodul arbeiten kann. Gut, ausgeschaltet. Dann, zu dem Thema Frage der Empfänger. Was wir machen können, wir können einfach mal einen anderen Empfänger hier anschließen. Jetzt habe ich den hier angeschlossen. Jetzt muss ich ein bisschen schnell sein. Ich habe den Sender ja blöderweise ausgeschaltet gerade. Ich nehme mal diesen hier, schalte ich mal wieder ein. Nicht, dass der in den Wi-Fi-Modus geht. So, dann haben wir ganz normal, funktioniert das also wieder. Ja, überhaupt kein Thema, anderer Empfänger. Dann hatte ich erwähnt, dass hier noch ein Anschluss ist für die Stromversorgung des Empfängers.
Wenn man nämlich jetzt Folgendes macht, so wie ich das jetzt hier mache, ich nehme dieses S-Bus-Modul mal weg und schließe das Servo hier direkt an Kanal 5 an, dann würde die Stromversorgung für dieses Servo über den Empfänger durch dieses schwachbrüstigen Kabel hier erfolgen. Das macht keinen Sinn. Deswegen gibt es die Möglichkeit, sich die BEC-Spannung hier nochmal an diesem Stecker zu holen. Und wenn man, jetzt ist der Empfänger sozusagen zweimal verbunden, aber das ist elektrisch ein bisschen besser. Und wenn ich jetzt dieses Servo hier an Kanal, was war denn das, Kanal 5 einstecke, wie rum, Masse muss nach unten. So. Und dann, ich hatte diesen Schalter eben hier, dann ist das deaktiviert. Aber wenn ich den jetzt so umstelle, dann funktioniert das wieder. Kanal 5 kommt dann aus dem Empfänger raus. Brauche ich also nicht unbedingt diesen S-Bus-Adapter. Das war nämlich auch eine Frage. Muss ich jetzt unbedingt diesen S-Bus-Adapter haben, um irgendwie noch andere Kanäle zu benutzen? Nein, das braucht man nicht. Man kann auch so einen PWM-Empfänger nehmen. Genau, so, dann ist hier noch ein Port frei geworden. Da könnte ich dann noch ein Schaltmodul anschließen, wenn ich jetzt das da reinkriege. Leider kommt da immer noch Crossfire heraus aus S-Bus heraus. Damit kann das Schaltmodul nichts anfangen. Deswegen muss ich diesen Ausgang hier nochmal umstellen auf Crossfire. Und das machen wir mit dem Express-LRS-Skript. Other Devices, da ist er noch nicht. Da muss ich nochmal wieder einen Refresh auslösen. So, da ist die Shuttle-Steuerung. Und jetzt gehe ich, jetzt konfiguriere ich das hier um, weil dieser Steckplatz, wo eben der äußere Steckplatz, wo eben der S-Bus-Decoder dran war und dieser kleine Steckplatz, die sind physikalisch dieselben. Ich muss das jetzt umstellen auf Crossfire. So, und dann sollte ich, wenn ich da nochmal, jetzt war ich, habe ich zu viel gedrückt, jetzt bin ich aus dem ganzen Dings rausgegangen. Und da muss ich nochmal einen Refresh auslösen, damit alle Devices dann auch angezeigt werden und sieht, jetzt sieht man in der Tat, dass da noch ein Multiswitch-Modul hinzugekommen ist. Ich muss das mal ein bisschen anders halten und vielleicht noch mal fokussieren. Na, so kann man es ganz gut erkennen. Das ist ein Multiswitch-Modul an der Adresse 201 und eins an der Adresse 200. Das, was jetzt hinzugekommen ist mit der Adresse 200, das ist jetzt, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, das Neue, was ich da jetzt angesteckt habe. Aber das können wir einfach ausprobieren, indem wir in das Menü von dem mit der Adresse 200 gehen. Und dort, es dauert jetzt sehr lang, ich weiß jetzt auch nicht warum, vielleicht weil ich zu nah dran bin, da wird der Empfänger vielleicht übersteuert. Gut, jetzt hat das Menü geladen und ich gehe hier auf Operate und will mal einen Ausgang einschalten, weil ich ja jetzt hier auf dem Sender kein Lua-Skript zur Bedienung von dem Multiswitch drauf habe. Aber man kann die Multiswitches auch eben über dieses Express-LRS-Menü bedienen und schalte das mal ein und dann sieht man tatsächlich, da tut sich was. Und alle anderen Funktionalitäten von den Multiswitch-Modulen sind natürlich auch dann auf diese Art und Weise erreichbar. Genau. Ja, und man kann natürlich diesen kleinen Busverteiler, den ich hier habe, den könnte man auch dort einstecken.
Und dann wäre dieses hier wieder frei. Und wenn das frei ist, dann könnte man hier zum Beispiel noch ein kleines GPS-Modul einstecken. Und da müsste man natürlich sagen, dass diese Schnittstelle dann GPS ist, über das Menü von dem RC720. Aber dann hätte man die GPS-Information auch noch zur Verfügung. Ja, damit würde ich jetzt mal sagen, habe ich doch jetzt alles beantwortet, was noch an Fragen da war. Genau, dann habe ich die Funktion von dem hier, von diesem zusätzlichen Steckplatz als Stromversorgungssteckplatz erläutert. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, das ist also die Zusammenführung der BECs, die ich ha hier habe. Ich kann drei BECs haben, zwei habe ich jetzt hier verwendet über be meine beiden Steller. Aber wenn ich jetzt unbedingt will, wenn ich eine sehr große Last da angeschlossen habe, kann ich also hier noch ein drittes externes BEC anschließen. Und das kann ich jetzt beispielsweise hier unten noch, da ist noch ein dritter Anschluss für ein externes BEC. Und ich kann jetzt die Stelle rausziehen, macht natürlich wenig Sinn, aber man sieht zumindest mal, dass die Stromversorgung noch da ist und auch die Servos sich noch bewegen. Wobei die sich jetzt sehr langsam bewegen, fällt mir jetzt gerade auf, weil diese externe Stromversorgung hier, die liefert in der Tat nur 5 Volt. Und das bekommt den Servos nicht ganz so gut. Die mögen lieber 8 Volt haben. Und dann kann ich hier den Stecker vielleicht nochmal draufstecken. Und jetzt läuft wieder alles mit 8 Volt und die drehen sich dann auch mit der gewünschten Geschwindigkeit. Ja, okay. Den anderen Steller stecke ich auch wieder drauf. Das kann man ruhig im laufenden Betrieb machen, weil auf der Unterseite dieser Platine ist eben die Stromversorgungsverteilung mit drauf und das darf man im laufenden Betrieb an- und abstecken. Ja, jetzt glaube ich, habe ich aber doch alles erwähnt. Aber falls noch Fragen sind, einfach fragen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.